Also, ich bin der Seth, der Sebastian Reiners. Ich möchte euch heute gerne was über Streaming erzählen. Ich hoffe, ich kann eure Erwartungen erfüllen. Ich weiß nämlich gar nicht, welche ihr habt. Der Punkt ist, ich habe irgendwann letztes Jahr angefangen mit Streaming und es war einfach mal so eine Laune. Ich habe irgendwie gedacht, den Kreisparteitag, den ich in Frankfurt mitmache, wo wir OB-Kandidaten wählen, den außerordentlichen Kreisparteitag, dass man den vielleicht irgendwie übertragen könnte. Dann habe ich von dem Wolfgang gehört, der diese Seite Piraten Streaming gemacht hat, hat mal bei dem angerufen und gefragt, hier, wie geht denn das und was muss ich da machen? Und Wolfgang, das ist eigentlich gar nicht schwer. Hat mir das ein bisschen erklärt, hat mir auch mal so einen Slot kostenfrei zur Verfügung gestellt und dann habe ich irgendwie einen alten Camcorder gefunden, also dieses Gerät hier, das ist, ich habe irgendwann mal gedacht, ich brauche einen Camcorder und Urlaubsvideos mache ich damit. Ich habe dann meine Berlin-Reise mit meiner Ex-Freundin aufgenommen und das Video ist, ja, das habe ich dann nie geschnitten, also ich habe das mal gesehen, dass man kann das im Rechner übertragen, kann dann Videos schneiden. Ich bin da nie zu gekommen, der Camcorder lag dann in der Schublade ein paar Jahre. Und dann habe ich mir einen Adapter für 15 Euro geholt, um das Ding an den Rechner anzuschließen, habe mir mal ein Mischpult ausgeliehen, Tonequipment, der Dominik Echterbruch aus Mein Kinzig war da sehr lieb, der hat da Equipment verliehen und ja, das war einfach ein Versuch, mal gucken, wie viele Leute einschalten und dann habe ich auf einmal die Rückmeldung bekommen, dass knapp 60 Leute eingeschaltet haben und wirklich, also wir hatten, Nicole, möchtest du noch was? Darf ich nochmal schnell anmerken? Also, Ende der Session wird es dann um 17 Uhr noch ein kleines Feedback geben. Also wer noch kurz da bleiben möchte. Ich weiß nicht, seid ihr früher fertig oder eher 17 Uhr? Also wir sind relativ zeitig, glaube ich, fertig. Was, wie viel Zeit habe ich jetzt bis 17 Uhr? 17 Uhr, also wieder 1,5 Stunden. Ah, alles klar. Okay, ich rede dann langsamer jetzt. Ja, dann waren das irgendwie 60 Leute und wir waren 45 Akkreditierte auf dem Parteitag und ich dachte mir, ui, das macht ja schon was her. Dann habe ich mal im Internet geguckt, was man denn alles braucht, was man denn machen kann. Habe dann ein paar lustige Gerätschaften gefunden, mit denen man ganz toll digitalisieren kann. Ein Camcorder mir ausgesucht, wo ich dann irgendwie monatelang gesucht habe. Aber darum geht es eigentlich gar nicht. Also es geht darum, generell halt eben, das war der Anfang jetzt, warum und was überhaupt streamen. Es geht darum, dass wir halt eben Transparenz schaffen wollen, generell für uns und unsere Veranstaltung, dass wir keine Hinterzimmerpolitik machen wollen, dass wir jedermann ermöglichen wollen, auch irgendwie teilzunehmen. Das ist natürlich schwierig, also es geht bei Veranstaltungen jetzt hier in Hessen, also wir haben teilweise Leute hier, die haben 2 Stunden Anreise gehabt aus Hessen. Wir hatten das Stiftungstreffen in Frankfurt, das ist eine bundesweite Veranstaltung gewesen. Da haben wir Leute gehabt, die teilweise aus Berlin angereist sind. Da gibt es natürlich jede Menge Menschen, die sagen, jedes zweite Wochenende passiert sowas irgendwie, da kann ich nicht immer rumreisen und da muss man einfach irgendwie das ermöglichen. Und deswegen habe ich mir das einfach so zu Herzen genommen mit dem Streaming und meine Meinung ist, wir müssen eigentlich alles streamen, was geht. Also Vorstandssitzungen sollten gestreamt werden, wenn die real live sind irgendwo, da finde ich, sollte eine Kamera hin und sollte das gemacht werden. Einfach, dass Leute zugucken können, dass man das eventuell aufnehmen kann, eventuell später noch bereitstellen kann, Vorträge jeder Art. Ja. Gerade hier eine Message, eben ruckelt der Stream wie Sau, gib das mal weiter. Das ist gemein. Das ist ganz gemein. Das ist jetzt vielleicht hoch. Sollten die Teilnehmer mal ihr UMTS ausmachen. Ich kenne mich da nicht so aus, ob das die Ursache ist. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Wir nehmen es auf. Okay. Also das wäre ja schön, dass natürlich der Streaming-Slot ausgerechnet nicht gestreamt wird. Aber wie gesagt, ich finde, es sollte alles gestreamt werden, was nur geht. Und deswegen, da ich auch in Hessen rumreise und auch ein Problem habe mit Rumreisen irgendwann auf Dauer, ist einfach der Punkt, dass ich gerne hätte, dass möglichst mehr Leute mitmachen beim Streaming und möglichst mehr Leute sich irgendwie dann dazu erwarten, auch mal ein Wochenende bei einer Veranstaltung zu sitzen, die sich vielleicht herzlich wenig interessiert. Sowas kommt auch durchaus mal vor, dass man vielleicht in einem bestimmten Bereich gar nicht dabei sein möchte, aber wenn sowas in Nordhessen irgendwo stattfindet, dass einer, der in Nordhessen wohnt, dann seine Kamera mitnimmt und dann aufbaut und dann einfach mal ein bisschen rumstreamt. Ich erkläre mal, wie das schematisch läuft. Streaming an sich, wir haben den Punkt, dass wir eine Kamera haben, dass wir ein Mikro haben irgendwo und müssen dieses Bild und Ton irgendwie in den Rechner bekommen. Das ist der sogenannte Streaming-Client. Dieser Client überträgt dann einen Stream an einen Streaming-Server und dann gibt es einen Web-Server, der jetzt dazwischen steht, der generell einfach mal so eine Seite hat, wo das angeboten wird. Das Interessante ist, das kommt jetzt aus dem Vortrag für Kreistags-Streaming, also dieser Web-Server muss nicht zwangsläufig irgendwie immer ein dasselbe sein. Es kann ja auch irgendwie die Kreistagsseite auf einen Streaming-Server verweisen. Das Ganze kann auch von anderen Medien übernommen werden. Also Piraten könnten auch zum Beispiel
die Streams von Piraten Streaming direkt auf ihrer Homepage einbinden. Ja, und dann wird über den Webserver das Ganze an den Streaming-Server verteilt, also diese Links sind nicht richtig, die Empfänger gucken nicht direkt vom Webserver, sondern vom Streaming-Server. Und so ein Streaming-Client, das ist der Punkt, sowas gibt es natürlich von minimal, das ist eine Kamera, eine Webcam vielleicht, was einfaches, ein Mikro, ein Laptop irgendwie als Client. Medium ist das, was da steht jetzt, mehrere Kameras, mehrere Mikros, ein Mischpult und dann halt eben das Notebook. Und natürlich nach oben hin gibt es da keine Grenzen, also ihr könnt jede Menge ausgeben. Ich habe auch mich ein bisschen informiert, wie man mehrere Kameras einbinden kann. Dann gibt es dann Geräte, die können nicht so viel, die kosten dann 1000 Euro. Und dann gibt es Geräte, die können das, was ich will, und die kosten dann irgendwie in einem Bereich, den möchte ich nicht finanzieren. Was braucht man denn dann an Software, ist die Frage. Da gibt es auch wieder jede Menge Auswahl. Die einfachste Software kostet gar nichts. Für Piraten Streaming, da gibt es von Adobe ein Tool, das heißt Flash Media Live Encoder. Das ist ein ganz einfaches Tool, das werde ich auch gleich mal zeigen. Hat nur ein Fenster und da sieht man dann, was reingeht an Bild und was rausgeht. Und dieses Flash Media Live Encoder kostet halt eben nichts. Und dann geht es eben ins High-End. Also ich benutze ein Programm, das heißt Wirecast, das liegt bei 500 Euro ungefähr. Damit kann man dann aber auch lustige Sachen machen wie Picture-in-Picture oder ganz viele tolle Sachen machen, eben Einblendungen. Bauchbinden, also das heißt Titel angeben oder die Teilnehmer irgendwie mit Namen versehen, man kann reinzoomen oder eben weitere Bildeinblendungen oder Toneinblendungen machen. Und dann haben wir ein Beispiel einfach, das war jetzt beim Kandidatencasting, beziehungsweise nicht beim Casting, sondern bei der Aufstellungsversammlung, wo der Hans-Jörg gewählt wurde. Und Gottes Willen. Da ist Hallo, eben morgen. Der Name Punkt, dass dann reingezoomt wird, in das Bild, das ist eine Kamera wirklich nur. Und das sind dann halt die Effekte rein am Notebook. Also es ist wirklich von der Software, von Wirecast her, dass da die Möglichkeiten sind. Da kann man extrem viel rumspielen, extrem viel Sachen machen. Okay, dann geht es halt weiter vom Client dann zum Server. Also der Client ist von der Ausstattung her relativ vielfältig. Da komme ich gleich zu, was es alles für Möglichkeiten gibt. Und beim Server ist bei uns die Möglichkeit, wir nutzen Piraten Streaming. Piraten Streaming ist ein Service, wie gesagt, der nicht von der Piratenpartei ist, sondern von Wolfgang Preis ins Leben gerufen wurde. Das ist ein Ex-Pirat, der aber immer noch piratennah ist und der über den Verein Piraten ohne Grenzen aus der Schweiz diesen Dienst gegründet hat. Und er sagt auch, er möchte kein Geld verdienen. Es geht ihm darum, dass er diesen Dienst anbietet, damit wir eben diese ganzen Streaming-Services nutzen können. Das war eine Werbefrage. So ein Streaming-Server gibt es ganz verschiedene Alternativen. Es gibt viele unterschiedliche Softwaremöglichkeiten, so einen Streaming-Server aufzubauen. Es gibt Möglichkeiten, diesen Streaming-Server anzumieten. Also Amazon zum Beispiel bietet in seiner Cloud die Möglichkeit, dass man einen virtuellen Server hochfahren lassen kann. Man gibt dann eine Config-Datei an und diese Config-Datei wird dann so gesteuert, dass die halt eben eingelesen wird und dann praktisch der Streaming-Server bereitgestellt wird, nur auf Zeit. Das kostet dann ein paar Cent auf die Zeit und ein paar Cent jeweils auf Gigabyte-Volumen, was man da verbraucht. Das kann aber auch relativ schnell ins Geld gehen, wenn man vergisst, den Server abzuschalten oder wenn man halt je nachdem, wie viele Zuschauer man hat. Weil wenn man sich überlegt, 30 Cent pro 100 Megabyte waren das, glaube ich, ist eigentlich nicht so viel. Wenn man dann aber auf einmal 100 Zuschauer hat, kann das ganz schnell ins Geld gehen. So ein eigener Server, ich habe Wowzer hier als Software genommen, als Beispiel. Das ist eine Server-Software, die halt eben Signale aufnimmt und als Flash- oder MP4-Video weiterverarbeitet, die Möglichkeit hat, aus diesem Video einen Audio-Stream zu machen direkt und HD-Videos umzuwandeln in einfache Videos. Das heißt, also Bandbreitenprobleme sind da beseitigt. Das heißt, man kann also das Video auf der einen Seite in 720p gucken. Das ist dann natürlich 1,2 bis 2,0 Mbit, was man dann da runterlädt. Wenn man die Leitung nicht hat, kann man eben umschalten auf ein einfacheres Video. Das bietet halt dieser Server an. Es gibt noch diverse Server. Früher gab es den Real Streaming Server. Ich glaube, Real gibt es die Firma noch, ich weiß nicht. Den Real Player? Nein. Nein? Schade. Und dann gibt es jede Menge kommerzielle Streaming-Anbieter. Auf was die basieren, weiß ich nicht. Livestream.com, Bump-User kennt man vielleicht jetzt gerade von dem Refugee-Camp, dass ganz viele Leute mit dem Handy rumrennen und einfach dann über Bump-User direkt live filmen
oder Ustream ist genau dasselbe, was man da so direkt machen kann. Das kann man auch kostenlos machen, allerdings das Ganze vollgepflanzt natürlich mit Werbung. Und das würde ich gerne irgendwie vermeiden. Also das ist die Sache, weswegen ich das schön finde, mit dem Piraten-Streaming das zu nutzen. Der Vorteil von Piraten-Streaming ist, dass es ein bekannter Dienst in Deutschland ist. Also ganz viele Piraten nutzen das für ihre Veranstaltungen, die ganzen Aufstellungsversammlungen, Landesparteitage, die darüber gestreamt. Das ist wie gesagt nicht kommerziell ohne Werbung, es kostet zwar Geld, aber eben nicht, dass Wolfgang irgendwie daran was verdient, sondern er möchte seine Kosten decken einfach. Wie viel Geld ist das konkret? Wie viel Geld es kostet? Was kostet zum Beispiel jetzt so eine anderthalbstündige Übertragung? Wir haben eine Flatrate im Landesverband, die kostet 12 Euro im Monat. Das heißt, für 12 Euro im Monat können wir so viel senden, wie wir wollen. Das ist genau der Punkt, deswegen wir senden viel zu wenig. Und wir haben also ein Web-Frontend bereitgestellt, in dem man dann die Termine eintragen kann. Und das geht relativ einfach. Für den Landesverband Hessen habe ich jetzt momentan das Passwort als Streaming-Beauftragter, kann gerne jemand auch haben. Könnte ich gerne auch weitergeben. Und dahinter steckt dann eben ein Streaming-Server, ein Mauzer-Server, der eine 1 Gigabit-Anbindung hat. Wolfgang hat also gleichzeitig über 200 Zuschauer gehabt auf diesem Server und hat gesagt, das funktioniert. Und wie gesagt, wir haben eine Flatrate gebucht, das heißt, wir können jederzeit irgendwelche Events einschalten, freischalten. Momentan ist das Ganze halt einfach daran gebunden, dass wir den Henning haben drüben, der streamt, der auch durch die Familie nicht so viel Zeit hat teilweise und dass ich halt irgendwie streame. Und je mehr Leute das machen würden, desto mehr könnten halt einfach loslegen. Ja, und dann zum Einstieg, wie gesagt, ich habe mir so ein Ding gekauft, also einfach nur so einen Adapter gekauft, der 16 Euro gekostet hat. Den Camcorder hatte ich irgendwo rumfliegen. Ich meine, das passiert bestimmt anderen Leuten auch. Es gibt bestimmt andere Leute auch, die sich mal einen Camcorder gekauft haben und es total toll fanden, festgestellt haben, dass Urlaubsvideos schneiden dann doch irgendwie anstrengender ist, als man sich das vorher überlegt hat. Vielleicht hat man auch einfach nur eine Webcam am Start. Irgendwo eine etwas bessere Webcam kann man auch verwenden. Ein Mischpult, es gibt ja auch Leute, die haben da DJ-Ambitionen gehabt oder haben sie immer noch oder haben sie verlaufen lassen. Wenn man das vielleicht irgendwie am Start hätte, wäre das auch nicht schlecht, aber man kann halt klein anfangen. Und muss das so ein Hardware-Mischpult sein oder kann das auch Software? Das kann auch Software sein. Also wenn du die Möglichkeit hast, die Tonausgabe, also du kannst auch Mikrofone natürlich an deinen Rechner anschließen. Und wenn du die Tonausgabe in einem Signal zusammengemischt in dieses Programm reinkriegst, kein Problem. Also da gibt es verschiedene Lösungen, gerade für einen Mac gibt es zum Beispiel Soundflower, das kann alle möglichen Programme abgreifen und kann dann diese als Stream bereitstellen für andere Programme. Das, was also normalerweise in den Boxen rausgeht. Ja? Frage, ich habe tatsächlich einen alten Camcorder, ist bis jetzt aber noch nie geschafft, den an irgendeinen Rechner dran zu kriegen. Also der Firewall? Das Ding habe ich in Singapur gekauft. Ich kann also schlecht zurückgehen und sagen, ihr tut mit meinem PC in Deutschland nicht. Nee, der hat so eine USB-Box, aber es geht nicht mit USB, komischerweise. Das ist der Punkt. Also diese ganzen USB-Anschlüsse bei Camcorder sind eigentlich nur, also ganz selten, dass Video live übertragen werden kann. Die meisten USB-Anschlüsse sind nur, dass du die Dateien, die auf dem Camcorder drauf sind, übertragen kannst. Auf Was mir schon reichen würde, aber auch das geht nicht. Ich habe da so ein Band drin, das ist noch eins von diesen alten mit diesen Bändern. Das ist natürlich sehr schade. Ja, okay. Firewire ist in Ordnung. Firewire wäre super. Also wenn du einen Firewire-Camcorder hast, der hat halt Firewire die meisten Rechte. Also Firewire war die schönste Lösung eigentlich, weil wirklich nur mit einem einfachen Kabel konnte man vom Camcorder ein Live-Bild in den Rechner reinmachen. Ich glaube, der hat sogar noch Firewire dran. Da braucht man aber auch eine spezielle Firewire-Karte für den Rechner. Gut, bei den Macs hast du es dann immer mit drin gehabt damals. Ja, das ist aber heute auch nicht mehr. Also Firewire ist auch leider ausgestorben, also, weil es sind halt einfach jetzt die HD-Camcorder und Firewire ist nicht HD-fähig vom Video her. Und deswegen ist halt einfach der Punkt, dass jetzt eigentlich die ganzen Camcorder HDMI haben. Da gibt es auch wunderschöne Interfaces von einer kleinen australischen Firma namens Blackmagic Design. Die habe ich auch am Start und die sind auch wirklich, also die sind vom Preis-Leistungs-Verhältnis einfach Hammer. Also das ist der Punkt. Aber ich fange einfach an mit der minimalsten Lösung. Ein einfaches Mikro. Das, was da ist, ist kein einfaches Mikro, das ist ein Shure-Mikro, was schon eine anständige Qualität hat, was da abgebildet ist, aber das ist jetzt mal Symbolfoto. Dann eine Webcam, irgendeine HD-Webcam, sowas gibt es ab 30, 40 Euro zu kaufen. Man muss sich dann angucken, ob das Bild auch wirklich direkt in diese Übertragungssoftware eingelesen wird. Aber man hat ja heutzutage auch Rückgaberecht einfach bei solchen Dingen. Das ist ja nicht so das große Problem. Was hat das Mikro gekostet, was du jetzt gerade hast zum Beispiel? Das, was ich jetzt habe, ist eine Funkanlage, die kostet 200 Euro. Okay.
Also das sind zwei Mikros, das sind zwei Funkmikros, die da sind und die kosten 200 Euro. Okay. Aber auch hier Vorsicht geboten, es ist gerade LTE im Anmarsch und LTE sendet auf Frequenzen, auf denen die ganzen günstigen Mikrofone senden. Das heißt, die kannst du dann in einem Jahr alle wegschmeißen. Klasse. Und ich hätte einfach erstmal gedacht, ein kabelgebundenes Mikro. Es gibt sogenannte Grenzflächenmikrofone. Das sind Tischmikros. Wenn man jetzt eine Webcam sich nimmt und so ein Mikrofon, das kostet 50, 60, 70 Euro je nach Ausfertigung mit USB-Anschluss, wenn man das zusammenstöpselt, kann man jede Vorstandssitzung, eine kleine Konferenz, irgendwas streamen damit. Was Problem wird, ist hier einfach, hier wäre einfach dann die Übertragung halt nicht so gut, wenn das Ding irgendwo in der Mitte steht, ist das einfach zu leise. Das funktioniert nicht. Aber das wäre ein Einstieg. Ich hatte da an den Sascha Brandhoff auch mal eine Excel-Tabelle gegeben, dass man sowas vielleicht vom Landesverband besorgt, eine Kamera besorgt. Und die sind so hält, dass sie natürlich auch irgendwie Mac, Linux und Windows kompatibel ist, dass jeder eigentlich sich das Ding starten kann und das entsprechende Mikrofon. Und das wäre die Minimalstlösung. Die Software, die dann da genommen wird, da habe ich jetzt unten das Icon einfach den Flash Media Live Encoder, der ist halt wirklich kostenlos, also den kann man kostenlos nutzen. Man kann auch nichts anderes machen als Video übertragen, also man kann da nicht irgendwie was einblenden oder sowas. Das geht mit dem Ding halt nicht, aber für den einfachen Stream langt das. Dann kommen wir zu einer anständigen Lösung. Man hat einen Camcorder, der hat einen ganz großen Vorteil, so eine Webcam hat keinen Zoom. Also die sind zwar teilweise mit einer tollen Auflösung, aber die haben alle, ich habe da ewig gesucht und die haben allesamt keinen optischen Zoom. Und digital reinzoomen, das kennt man ja, das wird dann irgendwann ziemlich pixelig. Das macht auch keinen Spaß. Also irgendwie ein alter Camcorder ist auf jeden Fall besser als eine HD-Webcam. So ein Adapter oben, dieser USB-Adapter, das ist das Ding, was ich benutze. Der kostet 16 Euro, der kann live Audio und Video in den Rechner übertragen und kann direkt übertragen werden. Ein Mischpult gibt es in verschiedensten Preisklassen. Mischpults, da will ich gar keine Empfehlungen geben, weil ich da selber nicht so die Erfahrung habe. Ich habe mich einfach vom Dominik, der damals uns die Sachen ausgeliehen hat, aus MKK beraten lassen. Und der hat gesagt, ich soll Soundcraft nehmen und das sei rauschärmer als Behringer und USB bräuchte ich auch nicht. Da habe ich gesagt, gut, brauche ich nicht, nehme ich das. Und bei den Mikros genauso, muss man ausprobieren. Also ich habe einfach mal günstige Mikrofone gekauft und die Dinger, die hier stehen, die kosten um die 30 Euro, die in der Mitte stehen da, die sind also wirklich super empfindlich und langen eigentlich als Saalmikros aus, wenn die Leute relativ laut sprechen und nicht huscheln. Und dann ist das eine Möglichkeit und die andere Möglichkeit eben ist probieren und auch wieder zurückschicken. Also ich habe Sachen getestet, die günstig sind, die gut waren, ich habe Sachen getestet, die teuer sind, die schlecht waren und dann auch wieder zurückgeschickt. Und dann, ja, dann braucht man halt eben das Notebook, oder also als Rechner, wenn man natürlich einen Tower mitschleppen möchte, kann man das auch machen, aber ich glaube, das möchte keiner tun. Das Notebook ist auch nur ein Symbolbild, also man braucht keinen Mac. Der Punkt ist, softwaretechnisch kann man dann halt eben sich überlegen, 60, 70 Euro zum Beispiel für WipBlaster oder Windows auszugeben, dann kann man eben so Einblendungen zu machen, Namenseinblendungen, irgendwas, wenn man da Lust drauf hat. Angeblich habe ich gehört, man kann so Software auch relativ günstig anderes leicht bekommen. Wenn man fragt zu der Webcam, da gibt es ja auch Fotoapparate, die Möglichkeit haben, Filme aufzuzeichnen, also bewegte Bilder aufzuzeichnen. Ist das diesem Webcam vergleichbar oder eigentlich kann man besser? Du hast ja die Fotoapparate, haben ja alle einen Zoom und wenn du so eine Nikon-Spiegelreflexkamera hast, das habe ich jetzt gar nicht überlegt, das wäre vielleicht auch ein paar Fotos. Das ist ja jetzt ein bisschen hoch. Ja, klar, aber das ist dann so eine kleine. Genau, weil die haben ja auch dann einen Ausgang irgendwie, so, wenn die so einen Cinch-Ausgang haben, also diesen gelben Cinch-Stecker da für Video-Out, das haben die häufig eigentlich, dann können die auch direkt ihr Bild mit übertragen, die Kameras. Also das muss man mal gucken, was man dann zu Hause liegen hat. Natürlich, das wäre auch eine Möglichkeit. Genau, dann hast du Signal auch. Das wäre auf jeden Fall besser als die Webcam, weil du kannst halt ranzoomen und kannst halt einen Redner irgendwie ranzoomen einfach. Okay. Das wäre eine Möglichkeit. Okay, und dann ist immer die Frage, wie kriegt man das Ganze ins Netz? UMTS reicht eigentlich völlig aus, jetzt gerade nicht mehr anscheinend bei uns, aber grundsätzlich reicht UMTS mit HSDPA-Erweiterung aus. So ein Stream ist bei minimal, denke ich mal, so 300 Kilobit, da kann man eigentlich schon ordentlich was übertragen. So ein 720p HD-Stream, der liegt dann bei 1,2 Mbit ungefähr. Also
Ja, aber das braucht man auch nicht. Also für mich ist einfach wirklich der Gedanke, erstmal überhaupt, was über die Leitung kriegen, erstmal überhaupt diese ganzen Medien nutzen, bevor man hingeht und sich Gedanken macht, dass man irgendwie ein Filmstudio kaufen will. Und der Flash Media Live Encoder, der hat noch eine ganz schöne Funktionalität, der drosselt halt eben die Qualität, je nachdem wie die Bandbreite ist. Und in der Form ist da sogar manch teurer Software überlegen. Also diese ganzen tollen Softwares, da kann man dann einstellen, ich hätte gerne das mit 300 Kilobit übertragen, dann hat man aber auch 300 Kilobit dauerhaft, und wenn dann die Leitung jetzt hier bei uns irgendwie nicht mehr so funkt, wie sie soll, dann funktioniert das für ihn auch nicht. Ja, und dann komme ich halt zu dem Punkt, es muss einfach wirklich nicht perfekt sein. Der Ton darf brummen, das tut er hier auch manchmal, jetzt nicht mehr, aber irgendwie, wenn man das Licht in einer bestimmten Konstellation anschaltet hier, dann brummt es. Warum, weiß ich nicht. Das Bild darf auch ein bisschen unscharf sein, das ist bei ganz vielen Aufstellungsversammlungen auch, dass es nicht so schön aussieht, aber hey, man kann reingucken in die Aufstellungsversammlung, man kann gucken, wer sich vorstellt, wer das ist, was er für eine Rede gehalten hat, und wenn die Bandbreite halt nicht ausreicht, dann sollte man auch die Qualität einfach mal runterschrauben. Also lieber einen einfachen Stream als gar keinen Stream, das halte ich halt für sehr wichtig. Ja, und dann die Frage, wer hat Lust mitzumachen? Der möchte sich einfach mal irgendwie bei der Mailingliste der AG Streaming anmelden. Oder ihr könnt auch gerne, wir können vielleicht auch noch einen Zettel rumgeben mit einem Stift oder so und mal einfach Mailadressen sammeln. Ich kann euch gerne eintragen. Da ist nicht viel los. Ich hätte es gerne wirklich so, dass wir das versuchen als Dienstleister auszubauen, dass wir nicht über Hessen verteilt ein paar Leute haben, die das ein bisschen drauf haben und die das, oder die es vielleicht auch erstmal nicht drauf haben, aber einfach probieren wenigstens. Und ich stehe gerne für Fragen zur Verfügung und auch gerne irgendwie, wenn irgendwas mit Beratung ist, was man technisch braucht, dann bin ich gerne dabei. Und wie gesagt, wir haben diese Mailingliste und die Mailingliste ist auch synchronisiert, sollte sie sein. Das wäre so der Punkt. Dann wäre ich mit meinen Folien fertig. Dann würde ich erstmal fragen, ob es Fragen gibt. Hast du gehört? Ja. Auch. Ja, bin ich immer, das wisst ihr doch. Also Flash Media Encoder, habe ich verstanden, ist die eine Version, die gratis ist. Und ja, wenn man sagt, man will ein bisschen Geld ausgeben, dann ist dann die erste Empfehlung des Wirecast als Software. Wirecast ist die Empfehlung eigentlich, ja. Genau. Und diese Box von, ich habe es mir aufgeschrieben, Intensity Extreme heißt die irgendwie, ne? Ja, die Intensity-Serie ist die Einstiegsserie, wenn man also einen modernen Camcorder hat für HDMI in Rechner. Ein großes Problem, was bei den Geräten ist, die gibt es entweder für Mac für Thunderbolt, also das heißt, dieser Anschluss ist ja jetzt auch bei den Windows-Rechnern verbreitet teilweise. Also es gibt da Netbook, nein, wie heißen die Ultrabooks, heißen die neuen, genau. Es gibt also Ultrabooks, die auch dieses Thunderbolt haben, die können das auch nutzen, diese Geräte. Dann gibt es halt auch USB-3-Versionen davon, aber zu dem Zeitpunkt, als Blackmagic das entwickelt hat, gab es nur einen USB-3-Chipsatz von irgendeinem chinesischen Hersteller, und das ist der einzige, der damit kompatibel ist. Also muss man sehr auf die Systemanforderungen achten. Letztes habe ich nicht verstanden, aber es ist mir zu schnell und zu fachspezifisch. Die USB-3-Version ist nur mit einer bestimmten Version eines USB-3-Chipsatzes im Rechner kompatibel. Ja. Das heißt, wenn du jetzt einen moderneren Rechner hast mit USB-3, der einfach so ein ganz normales Intel USB-3 hat, was es auch erst seit einem halben Jahr gibt, glaube ich, der funktioniert damit nicht. Das heißt, die USB-3, das schreiben die so klein da unten drunter. Das heißt, was in Konsequenz? Die Konsequenz ist, dass du am besten ganz genau guckst, was deine Systemvoraussetzungen sind. Ich meine, du hast ja ein Mac, wenn du Thunderbolt hast, ist es kein Problem. Ja, aber trotzdem ist die Box die beste Empfehlung da. Die Box ist die eindeutig beste Empfehlung vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Also ich meine, die liegt bei 230 Euro. Das ist ein ordentlicher Preis, aber... Dieser Kasten oder welche Box? Nein, das ist eine ganz kleine Box. Ich kann die gleich mal zeigen. Das ist, so ein kleines Gerät. Das hat einen HDMI-Eingang. Und halt eben einen Ausgang in den Rechner, und man kann Ton und Video über HDMI, also direkt HD-Video, einlesen von der Kamera, direkt vom Sensor der Kamera, ohne dass irgendwie was unterskaliert ist. Und wenn ich das nicht habe, dann kann ich nicht HD streamen, aber ich kann es nicht. Dann kannst du nicht HD streamen. Also hier kriegst du irgendwie so ein Fernsehsignal rein, so Standard-PAL-Fernsehlösung. Das ist natürlich wesentlich pixeliger, aber das langt vollkommen aus. Für den Anfang langt das vollkommen aus. Wie gesagt, der Adapter kostet 16 Euro. Also wie heißt der nochmal, der Adapter? Verzeihung? Logilink irgendwas, da gibt es verschiedene, aber ich kann dir das gerne auch zumelden, was das für ein Adapter ist, oder schieb das nochmal irgendwie, mach das nochmal mit auf die Wiki-Seite, einfach nur, was ich da an Gerätschaften. Die Software brauche ich, um Bild zu machen und Bauchbinden und sowas zu machen.
Dafür wäre die bessere Software geeignet. Dabei, ja. Für was ist der Adapter? Was tut der an was anpasst? Also der teurere Adapter, der nimmt die Kameras aktuell, die HD-Kameras, die haben alle einen HDMI-Anschluss, das ist ein Fernsehanschlussplatz. Und der nimmt das Signal von diesen Kameras und du kannst es direkt in den Rechner einlesen. Über USB oder über was? Über Thunderbolt oder USB 3 momentan. Okay. Andere Adapter in der Möglichkeit gibt es nicht, weil einfach USB 2 nicht die Kapazität bietet. Wie heißt denn diese Kategorie Gerät? Also was ist denn? Du sagst, das ist ein Audio-Video-Grabber. Das ist ein Audio-Video-Grabber. Okay. Ja, und da gibt es verschiedene Lösungen, aber du brauchst nicht lange suchen. Also es gibt von Matrox noch ein vergleichbares Gerät, das kostet ungefähr doppelt so viel für HDMI. Mhm. Und ansonsten würde ich echt für die ganzen anderen Geschichten diesen 16 Euro USB-Stick nehmen, weil die anderen Geräte können einfach nichts besser. Okay. Also diese ganzen Dinger, wo du ganz normal nur das Fernsehbild einliest, da hast du keinen Vorteil davon, wenn du jetzt irgendwie 100 Euro ausgibst oder 150. Frage zu diesem 16 Euro USB-Stick. Ich habe gesehen, die Anschlüsse, die das Ding hatte, also dieser grüne, der rote und der schwarze, die habe ich aus meiner alten Kamera auch. Das heißt, ich könnte so ein Ding verwenden, demnach. Normalerweise schon, ja. Aber wie gesagt, das Ding ist alt, ne? Und es hat. Diese Steckeradapter sind auch uralt, also die gibt es auch schon seit 30 Jahren ungefähr. Aber kann dir den USB-Stick einfach dran mitgeben, dann probierst du das zu Hause aus. Ja, und dann hast du ihn nicht. Wann sehen wir uns das nächste Mal? Ich habe noch 3 Stück davon, das macht nichts. Okay, das würde ich gut machen. Die gehen ab und zu mal kaputt. Okay. Wenn man irgendwie 15 Volt an USB-Hub anschließt. Habe ich das vor? Nein, keine Sorge. Nein, ich hatte nur gerade das eine Netzteil parat, dass es funktioniert. Da hinten war noch eine Frage. Ja, gibt es auch Software für Linux, Debian zum Beispiel? Jein. Also ist ein bisschen problematisch mit Linux zu streamen auf jeden Fall. Es gibt auf der Piraten-Streaming-Seite ein Flash-Interface, was ich selber noch nie benutzt habe, was qualitativ auch nicht so hochwertig ist. Das heißt, du kannst dich auf der Seite gehen bei Piraten Streaming und dort hast du dann praktisch ein eigenes Streaming-Modul und kannst dann darüber ausstreamen, ohne jegliches Programm. Und das ist halt von der Qualität nicht so gut, habe ich mir sagen lassen, ist aber mit allen Betriebssystemen, auf denen es Adobe Flash gibt, kompatibel. Es gibt noch eine Option bei dem Wirecast, eine HDV-Option. Nein. Ich wollte aber nicht bestellen. Gut, vielen Dank. Okay. Ach so, für zum Audio habe ich noch eine Frage. Du kannst, auch wenn jetzt eine Halle da ist, die eine Audioanlage hat, das natürlich integrieren dann. Das wäre der Anfang. Die haben auch ein Mischpult meistens ja da, wenn es genau. professioneller ist. Und da klingst du dich dann ein. Genau, das haben wir ja bei den Landesparteitagen auch. Bei ganz vielen Dingen, ich weiß nicht, ob die hier sowas vorrätig haben, aber bei ganz vielen Sachen kannst du natürlich, erstmal brauchst du überhaupt kein Audio, weil du einfach hingehst und guckst, dass du dir was ausleihen kannst. Wie ist die Verbindung, welche Kabel brauche ich da zum Mischpult? Du brauchst wahrscheinlich einen Klinkenstecker. Also wenn du die Kamera gehst, brauchst du einen Klinkenstecker, ansonsten so einen Chip-Stecker oder irgendwas. Also musst du gucken, was für einen Anschluss du verwenden möchtest. Also wenn du jetzt dieses Ding von Blackmagic zum Beispiel nehmen würdest, hättest du da die Möglichkeit, einen Chinch-Stecker zu nehmen. Und hier bei diesem popligen Ding sind das auch ganz normale Chinch-Kabel und irgendwelche Adapter zum Mischpult. Die müsste man dann vielleicht parat haben. Wie funktioniert das mit Synchronisierung, Audio, Video? Gibt es da Verzerrung, weil das Signal ja schneller ist? Ich habe noch keine erlebt. Also bei dem Teil hier funktioniert das prima. Also da kommt das Audio gleichzeitig rein. Bei den anderen Geräten funktioniert das auch. Und ich habe hier zum Beispiel, also ich habe hier diesen 16 Euro USB-Stick, von dem ich da erzählt habe, den habe ich vorne auch angeschlossen. Die zweite Kamera, die da filmt, die ist nur mit dem einfachen Anschluss, nur mit Fernsehbild angeschlossen. Und das Audio und Video ist da absolut synchron. Also das läuft prima im aktuellen Notebook. Frage, kann man sich zu dem Teil den Treiber aus dem Internet runterladen oder wie läuft das? Für Windows gibt es den Treiber im Internet, für den Mac ist das irgendwie... Das geht zwar für den Mac, aber da ist er nur auf CD. Ich habe Windows. Ja, dann passt das. Weil das ist nämlich auch eines der Probleme mit meiner alten Kamera, da gibt es keinen Treiber mehr. Also im Endeffekt, wenn ihr eine Webcam am Start habt, wenn ihr irgendwo einen Soundeingang am Start habt, dann könnt ihr dieses Tool kostenlos runterladen. Das Einzige, was da ist, da drüben steht FMS-URL und Stream. Das wären die Daten, die ich euch geben würde und die müsst ihr einfach nur Copy and Paste eintragen. Dann kann man sich überlegen, was man für eine
wie man den Stream fährt, in welcher Output-Size, ob man dann irgendwie mehr als 200 Kilobit fahren will und welches Format man dann einfach vom Audio hat. Das kann man halt auch ein bisschen hoch oder runterschrauben. Das kann man einfach mal testen. Aber das ist es eigentlich. Das sind zwei Zeilen Text, die ich übergeben würde und dann habt ihr einen Stream, den ihr auf Piraten-Streaming direkt senden könnt. Wie ist es mit Aufzeichnung gleichzeitig? Das geht hier auch. Also du kannst Save to File haben da stehen. Der macht halt hier jetzt FV4-Dateien. Ich glaube, wenn du das Format hier umstellst auf... Das entscheidet die Software dann. Das entscheidet die Software anhand dessen. Und das wird aber dann auf dem Rechner aufgezeichnet, nicht mehr auf der Kamera. Das wird auf dem Rechner aufgezeichnet, genau. Okay. Also du kannst direkt mit der Software auch auf dem Rechner aufzeichnen. Also die Grundbedürfnisse wirklich für Streaming und für Nachbearbeitung für das Ganze. Ich könnte dann aber auch sagen, ich möchte das noch auf den Karten in der Kamera aufzeichnen aus irgendeinem Grund. Klar, du kannst auch mit der Kamera weiter aufzeichnen. Der nimmt einfach nur das Signal aus. Womit machst du Nachbearbeitung, Steine? Nachbearbeitung im Videoschnittprogramm, da geht alles weg. Ich nehme Final Cut auf dem Mac, Final Cut Pro X. Ja. Und, das kostet aber auch eine Stange, glaube ich. Das kostet Stange, aber du kannst auch iMovie nehmen. Du kannst, genau. Kannst auch was Kostenloses nehmen. Es gibt sogar für den Mac kostenlose Schnittprogramme. Also für vorne und hinten abschneiden, irgendwie was überflüssig ist und vielleicht in der Mitte eine Pause rausschneiden, kann man auch kostenlos nehmen. Wie würdest du das iMovie von der Qualität her beurteilen? Das ist super. Das macht doch einen guten Eindruck. Ja, das ist super. Das Einzige, was halt eben ist, ist, dass du natürlich von den Effekten auch nur diese iMovie-Effekte nehmen kannst und die sehen halt auch so aus. Also mein erstes Apple-Video und so, das ist der einzige Punkt. Ansonsten ist iMovie super cool. Aber arbeitest du so viel mit Effekten? Bitte? Arbeitest du so viel mit Effekten? Nee. Das meine ich doch, gell? Ist ja was Scheiß. Also es ist... Beim PC, was ist da ein sinnvolles Schnittprogramm? Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Aber da kannst du, also der Punkt ist, Wolfgang sammelt immer wieder und hat auch piratenstreaming.de, also piratenstreaming.de, auch Tutorials und hat da auch Einleitungen. Also es ist ja wirklich, dass man da mal gucken kann und dann gibt es da auch Hinweise, was man verwenden kann an Schnittprogrammen und an Streamingprogrammen und was dann eben günstiger ist. Darf ich mal fragen, das, was man hier sieht, dieses Flash Media Live Encoder, ja. Das ist die kostenlose Software? Oder? Das ist kostenlos, ja. Und die Reaktionsgeschwindigkeit sieht man von dem Ding hier jetzt nicht ganz live. Also das ist schon ein bisschen verzögert jetzt. Aber es geht. Also wie gesagt. Die Stadtveranstaltungen werden vielleicht nicht so das, was man aufnehmen könnte. Doch, es ist nur langsam, also ist nur 2 Sekunden später im Rechner. Also es ist nicht sofort im Rechner einfach. Das ist alles. Warum hat man die beiden Bildschirme? Das ist einmal Input und einmal Output. Also du siehst, was über den Stick reinkommt und dann kannst du sehen, was rausgeht über dein Signal einfach. Okay, gut. Das heißt, dazwischen kannst du dann nachsteuern. Genau, da kannst du also, das kannst du dir angucken. Also das ist jetzt eigentlich, das sieht bei so einer Auflösung einfach mal gleich aus. Also wenn du eine anständige Qualität von Netzwerk hast, wo du rausfließt, ist das kein Problem, dann hast du das. Noch zur Frage. Der Unterschied ist ja zwischen der Flash Media Encoder Dings und der Dings, die was kostet, ist ja der, dass du quasi live keine 2 Fenster und keine Bauchbinden und so weiter machen kannst im Streaming. Ja. Aber in der Nachbearbeitung kannst du es natürlich trotzdem mit allem machen. Also in der Nachbearbeitung kannst du dir jeden Wahnsinn ausdenken. Aber ich habe einmal versucht, einen Film mit einer PowerPoint zu hinterlegen. Also die wollte ich dann einblenden, weil die Folien waren nicht zu erkennen in der Aufnahme, wollten das dann mal machen. Und das habe ich dann mit 30 Folien gemacht und danach war ich auch am Ende. Da war ich irgendwie 3 Stunden am Spielen, bis ich dann die Folien in der richtigen Länge, dass die lange angezeigt wurden, alles drin hatte. Es ist schon schön, wenn man sowas live machen kann. Also ich meine... Ja, machst du das dann live mit der Kamera, wenn du auf den Projektor gehst, also auf die Projektionsfläche, oder spielst du das ein? Ich habe verschiedene Möglichkeiten. Jetzt in dem Moment, dieses Bild hier, was hier ist, wird in den Stream gerade eingespielt. Ich habe jetzt heute einfach, weil es ein bisschen blöder ist, irgendwie ein Notebook bereitzustellen, was man für die Präsentation oder sowas hat, habe ich heute das nicht gemacht. Ich habe hier abgefilmt, das ist aber auch eine super Qualität, weil der Beamer halt ordentlich ist, dass es nicht wackert. Das ist halt ein Problem, zum Beispiel unser Landesbeamer ist so ein schöner DLP-Beamer. Mhm. Und wenn man da mit der Kamera drauf hält, dann gibt es dieses geile Flackern, das sieht dann aus wie Horrorfilm, irgendwas.
Aber das könntest du theoretisch auch sagen, ich habe am Rechner eine PowerPoint und die spiele ich ein aufs zweite Fenster der kostenpflichtigen Software. Ja, also wenn du jetzt, ich meine, wenn du jetzt am Rechner bei mir guckst, siehst du ja auf der einen Seite rechts das Bild von dem Rechner, also von meinem Rechner hier. Auf der anderen Seite siehst du das Bild der Kamera, die hier in den Raum rein zeigt, und einmal die Kamera, die nicht filmt. Das sind praktisch drei. Könnte ich jetzt auch sagen, Dokument stattdessen? Also ein Dokument, was auf dem Rechner ist, rufe ich ab? Nee, dieses Tool, was dabei ist, das filmt den Bildschirm entweder des lokalen Rechners ab oder eines Rechners im Netzwerk. Der Punkt an der Sache ist, wenn du den lokalen Rechner abfilmst, musst du natürlich auf dem Bildschirm Platz freilassen, dass du den abfilmen kannst. Wenn du mit dem Mauszeiger reingehst, dann siehst du den Mauszeiger also dann auch irgendwie sowas, das verdacht sich. Ich habe noch mal eine Frage. Wäre es nicht sinnvoll, diese Livestreams tatsächlich nachzubearbeiten, um tatsächlich, ich sag's mal, irgendwelches Gestammel rauszuschneiden, um gerade diese PowerPoint dazu zu machen? Also die Livestreams, ja. Also, ja, das ist also eine Zensur hier alles. Nein. Das hat nichts mit Zensur zu tun, sondern dass man sagen möchte, okay, man möchte jetzt die Präsentation, die man gemacht hat, möchte man verbessern. Ich habe das auch verstanden, er wollte nur die Porn benutzen. Nein, eine Quellenauthentizität ist schon wichtig, weil. Ein Livestream ist halt live. Das ist auch wieder ein Schnibbeln. Wenn du jetzt hier sagst, okay, interessante Präsentation, die will ich auch auf anderen zeigen, dann ist das ein anderes Thema. Ja. Ich meine, das mache ich ja auch. Also der Punkt ist, der Landesparteitag ist auf YouTube gelandet. Und da waren jede Menge Punkte, dass die Versammlungsleitung einfach irgendwie dazwischen drin sich beraten hat. Das Mikro war aus, da passiert nichts. Das habe ich rausgeschnitten. Also ich habe auch ins YouTube reingeschrieben, wenn jemand möchte, wenn jemand die Quellenauthentizität haben möchte, dann kann er gerne die Originaldateien von mir haben, das ist kein Problem. Die sind halt 20 GB groß, aber er kann sie gerne bekommen. Das macht mir nichts. Es ist nur, dass das halt zum Angucken einfach, weil nicht dann irgendwie 10 Sekunden nochmal wartet, jetzt ist kein Ton, jetzt passiert halt nichts. So was mache ich dann schon. Aber bei so einem 1,5-Stunden-Spot, wenn da mal irgendwie kurz alles umdreht, irgendwie boostet und was passiert, nichts passiert, ich glaube, das ist authentisch und okay. Ich glaube, dann ist das auch viel zu viel Arbeit, das nachzubearbeiten. Nochmal eine Frage. Ja. Würde das nicht radikal reduziert werden, wenn man beispielsweise die PowerPoint-Folien oder die Folien als stehendes Bild hat? Oder würde das genauso viel... Der Punkt ist, der Stream nimmt das Bild. Es gibt, wie gesagt, dieser Flash Media Live Encoder hat die Möglichkeit, das einfache Tool die Bandbreite anzupassen, oder sich der Bandbreite anzupassen. Aber die ganzen anderen Tools, die haben eine Bandbreite, mit der sie streamen, und der streamen sie auch, wenn du ein Standbild hast. Das heißt, im Endeffekt ist das Problem, das hatte ich auch, ich hatte zu wenig Bandbreite, was habe ich gemacht? Ich habe ein Standbild eingeblendet in der Vorstandssitzung. Es hat natürlich nichts genutzt, weil der Stream genauso breit war wie vorher auch, aber dafür konnte man keinen mehr sehen. Du hattest noch eine Frage. Ja, und zwar, ich habe eine Menge Fragen. Ja. Die erste, die mir auffällt. Ich hatte heute früh keine Zeit, hätte aber ganz gerne in den Stream reingeguckt. Von hier. Wo wäre der übertragen worden? Ich habe mich auf den Piratenbegehung getrieben, auf der Piratenpartei Hessen.de. Ich habe es nicht gefunden. www.piraten-streamer.de. Okay, und dann ist rechts in dem Fenster eine Abteilung, da heißt unsere aktuellen Streams. Okay. Und heute waren da so Sachen wie Landesparteitag von irgendwo und das waren so 6-8 Sachen. Und wir waren aber auch und wir drauf. Waren drauf mit Raum 1, Raum 2. Ah, okay, gut. Habe ich keinen Link zu gefunden, das wäre vielleicht günstig gewesen, vom Termin, von der Terminseite, vom Wiki aus. Den Livestream zu verlinken. War das nicht der Fall auf der Wiki-Seite von Hessen-Campus? Ich hab's nicht. Okay, dann. Aber dann vielleicht ist das einfach an mir gelegen. Nee, dann ist das einfach auch ein kleiner Fail, in den man dann gehen sollte. Also, eine Sache, die ich mir zuschreiben muss, ist, dass ich diese Streams erst vor 2 Tagen angelegt habe. Okay. Die gehen dann, also noch ein Service von Piraten Streaming, die gehen dann automatisch über Twitter regelmäßig. Also, die haben über den Piraten Streaming-Account. Das retweete ich dann auch häufiger mal, aber grundsätzlich müsste es halt schon so sein, dass für die einfachste Möglichkeit, wenn wir auf der Webseite stehen haben, wir am Hessen Campus, müsste da stehen, so hier Livestream bestimmt schon. Und der verlinkt dann aber immer auf diese Schweizer Seite, piratenstreaming.de oder von dieser Seite? Genau, der verlinkt auf die Piratenstreaming-Seite, okay. Und dort direkt auf die Stream-Seite, also dann nicht irgendwie auf die Hauptseite, muss ich sagen.
ich glaube, nochmal mit Wolfgang reden, dass es irgendwie ein bisschen übersichtlicher ist, das ist so klein am Rand. Wie gesagt, war auch mein erster Versuch an der Stelle. Wenn jetzt ältere Streams irgendwie sind, gibt es da auch ein Archiv von einer Veranstaltung letzte Woche, war, oder sind das immer nur die aktuellen Streams? Ja, ich komme momentan nicht ganz hinterher. Also der Punkt ist, es gibt einen YouTube-Kanal von Piraten Streaming und also diese ganzen Aufstellungsversammlungen, die ganzen Parteitage und alles landen auf diesem YouTube-Kanal. Und da packe ich also auch meine Videos hier vom Hessen Campus rein. Und ich habe jetzt vom Henning zum Beispiel drüben die Dateien bekommen von gestern. Wir werden mir heute noch die Dateien dann von heute geben lassen. Und wir haben auch drüben, wo nicht gestreamt wurde, im Raum vorhin bei der Werbediskussion jemanden gehabt, der eine Videokamera dabei gehabt hat. Der hat mir das auch auf Datei gegeben. Das heißt, es kommt alles auch bei YouTube hoch. Das schicke ich dann nochmal über die PPH und eventuell am besten, glaube ich, auch über alle regionalen Listen, dass es wirklich ankommt. Wie sieht das, okay. Wie sieht das eigentlich von der rechtlichen Frage aus? Eigentlich müsste ich doch im Grunde vorher jeden Einzelnen informieren, dass gefilmt wird, dass er dort mit einverstanden ist, dass er im Zweifel irgendwo da raus kann. Ich muss auch eigentlich aufpassen, wenn ich Brenz oder irgendwas anderes, also Marken ablichte, weil nach wie vor das doch kein sicheres Rechtsfeld ist. Wer hier zu so einer Veranstaltung kommt, der ist darüber informiert, dass oft davon können wir ausgehen. Davon ausgehen? So ist halt manchmal zu böse Konsequenzen. Vielleicht schon nochmal Bescheid geben. Ja, das ist gestern ein bisschen untergegangen, und gerade weil er jetzt neu dabei war, war es halt der Punkt, dass es mir auch aufgefallen ist, dass es etwas unfair ist, dass die Kameras da stehen, er sitzt mittendrin und auf einmal so bin ich jetzt im Internet. Ja, das ist schon ein Punkt. Aber ob Apple was dagegen hat, wenn der Apfel auf YouTube zu sehen ist, das war ich auch zu bezweifeln. Zum anderen, was ich vorhin gerade gesagt habe beim Henning, das ist eigentlich das Gegenteil dazu, was sich vielleicht jetzt gerade ein bisschen relativiert. Was ich erstaunlich finde, ist in den Workshops, in denen ich manchmal bin, und in den Gruppen, dass man nicht das Gefühl hat, dass Piraten in den Veranstaltungen für eine laufende Kamera sprechen, sondern das ist immer normal. Das ist eine gewisse Selbstverständlichkeit. Die Selbstverständlichkeit ist, dass das gestreamt ist. Also, das finde ich erstaunlich angenehm. Gelebte Transparenz. Ja, streamen überhaupt. Hey, was ist denn zurück? Nee, nicht zurückstellen, wir haben doch noch ganz viel Zeit. Also erstmal jetzt die Frage von mir, wer hätte denn Interesse, wer hätte denn jetzt aber nur wenn das auch wirklich klappt, ich will nicht wirklich viel Geld dafür ausgeben. Kein Thema. Also ich muss das so schön machen, also wenn es im Rahmen Hessen ist und ich habe Zeit an den Wochenenden an dem jeweiligen, kannst du mich unter deine Fittiche nehmen? Magst du vielleicht Name, Mail, Adresse aufschreiben? Irgendwie hast du ein Stück Papier, was du weiterreichen kannst. Ich weiß, Papier ist auch was. Ja gut, da ich hier keinen Zugang habe. Da fängt schon jemand mit Papier an, was er ausweist. Gibt nicht Papier. Eine wichtige Frage ist natürlich noch, du hast gesagt, UMTS, HDSAP reicht, ja, oder wie haben wir das richtig nennen? Ja. Kostet ja auch. Ja. Gut, viele Leute haben eine Flatrate auf dem Handy zum Beispiel, können das Handy an den Rechner anstecken, das ja, nutzen. Zwei Gigs sind schnell weg. Auf der anderen Seite, also heute zum Beispiel, mein Stream liegt bei vielleicht 800 Megabyte ungefähr. Also so um den Dreh jetzt, also was ich verbrauche. Der Handy noch ein Stück weniger, der hat auf eine einfachere Stufe gestellt, weil er eine kleine Auflösung hat. Aber ja, kann man sich ausrechnen, 250, 300 Kilobit pro Sekunde, wie viel man da auf den Tag kommt, wenn man 8 Stunden macht. Und das geht ja auch um kleinere Veranstaltungen. Also, B&E-Netz, was ist am ratsam? Also, ich tendiere zum E-Netz, aber. Mit dem haben wir zurzeit beschissen. O2 müsste eigentlich auch grundsätzlich gehen. Ihr Bus ist immer sowas, die haben ja, glaube ich, Breitbandausbau und ihren eigenen UMTS, HSDPA-Ausbau nicht so ganz hinterher. Also schön ist immer LTE natürlich, das hat man natürlich aber auch nur, nee, hat man eben nicht nur in den Großstädten, hat man teilweise dann auch auf dem Land, weil gerade nicht in Großstädten. Ja. Aber jetzt muss ich nochmal blöd fragen, wenn ich jetzt ein Handy habe, was das kann, und jetzt habe ich einen PC, der, sagen wir mal, dann am Ende hier Bild und Ton zusammengekriegt hat, wie kriege ich jetzt vom PC das Ding in mein Handy? Oder gehst du von einem
Notebook aus, wo die SIM-Karte praktisch im Handy ist. Nee, das ist dann der nächste Punkt. Du musst irgendwo eine Internetverbindung aufbauen mit dem Handy. Da ist der Gedanke, dass du das Handy als Modem nutzt. Also, dass du praktisch, also das gibt es ja die Möglichkeit, dass du das Handy entweder per WLAN freigeben kannst oder eben per USB anschließen kannst und dann eben nutzen, die Handy-Datenverbindung nutzen kann. Also, es ging nur um die Datenverbindung. Hast du dir einfach einen Hotspot, damit hast du WLAN und damit reicht. So, eigentlich geht das klar. Wenn ich eine WLAN-Verbindung habe, ist hier immer zwei Seiten. Das logisch, ich kann das senden. Okay, gut. Wobei also bei den Android-Handys kannst du einen eigenen Hotspot dann. Ja, verstehe. Genau. Okay. Wobei der Laden draußen meistens etwas schwächer ist als. Ja, finde ich das doch nicht. Ja, okay. Und normales Handy kannst du dann reicht vom Senden her? Also, kann ein Smartphone irgendwas, das reicht vom Senden her normalerweise. Der Punkt ist halt eben, ich weiß jetzt nicht, was du da liegen hast irgendwie. Das, irgendein Samsung, keine Ahnung. Irgendein Telefon. Müsste mich auch erstmal sagen, komm ich? Nee, ich glaube, das ist nicht internetfähig. Es sollte schon was internetfähiges sein, okay, das ja. Irgendwas dann irgendwie die Freigabe machen kann, aber ja. Oder ein Stick, okay. Also wenn man jetzt hier zum Beispiel guckt, das ist jetzt eine einfache USB-Webcam, Microsoft-Cam, kann auch jeder andere nehmen. Die Qualität ist, denke ich, schon ganz ordentlich. Das ist halt jetzt auch HD-Video wirklich. Was kostet so was? Die kostet 70 Euro jetzt. Aber das ist auch schon höherpreisig. Also man kann auch von Logitech irgendwas nehmen für 40 Euro, das ist also überhaupt kein Thema. Deswegen, der Einstieg kann günstig sein und wie gesagt, wenn du so eine Webcam noch zu Hause hast, die meisten Notebooks haben jetzt eine eingebaut, wenn man sowas noch irgendwo liegen hat, kann man das einfach für sowas nehmen. Handschriftenflotte. Gerade Fraktionssitzungen kann man damit bestimmt auch toll noch übertragen. Also so eine Webcam einfach in den Raum reingestrahlt, ins Büro irgendwie und dann halt eben Mikrofon auf dem Tisch. Grenzflächenmikrofone sind halt der Punkt, dass man halt die einfach nutzen kann. Und ist das hier ein Grenzflächenmikrofon? Nein, das sind Kondensatormikrofone, Grenzflächenmikrofone. Warte einen Moment. Das können wir auch ganz einfach nochmal irgendwie zeigen. Kannst du mal die Tonbandanlage aufrufen und da sagen? Ja, ich war nur auf dieser Seite, kam nicht drauf, falls es nicht verlinkt war, weil ich wusste nicht, dass es diese. Das wäre sowas. Ach, das ist ein Grenz. Und was ist da jetzt der Gag dabei? Das ist ein Raummikrofon. Der Gag ist, das ist ein Raummikrofon. Also, das ist so ein kleines Mikro. Das gibt es in der Ausfertigung für das Mischpult und das gibt es in der Ausfertigung einfach für USB. Auf dem Tisch gelegt. Wir haben das beim KV Frankfurt, wo 15 Leute um den Tisch sitzen haben. Die Qualität ist 1A. Also, man fängt da super den ganzen Tisch, weil die Fläche vom Tisch wird eben mitgenutzt als Resonanzfläche. Das ist dann schön, wenn jemand sein Bier aufstellt. Das ist dann ein Pech, aber es passiert nur. Von wie teuer war das jetzt nochmal sowas in der Art, so Preis? Das kostet auch 70 Euro. Etwas. Also in der USB-Variante. Funktioniert aber gut, haben wir in der Fraktion. Okay. Und das ist jetzt dann in der USB-Ausfertigung, oder? Das ist die Ausfertigung. Und das ist jetzt dann in der USB-Ausfertigung, oder? Und das ist jetzt der Stream. Das ist die Ausfertigung. Und das ist jetzt dann in der USB-Ausfertigung. Das ist jetzt der Stream. Das ist die Ausfertigung. Und das ist jetzt dann in der USB-Ausfertigung. Nee. Also iMovie, ich glaube, den großen Teil kann man da irgendwas machen. Ich verstehe aber auch nicht ganz. Also, da bin ich selber gar nicht zu sehr drin. Habt ihr schon? Ja, okay. Wir haben mal. Und was für ein Anschluss ist das? Ist das über USB oder wo kommt das dann rein? Das Mikro jetzt? Nein, die. Das geht über USB rein. Okay. Die geht einfach über USB rein. Und da kann man auch noch mit USB 2 fahren. Man genau, rein. Genau. Wie gesagt, das Einzige, was halt ist, ist, dass eben das USB 2 halt, dass die Webcam halt eben keinen Zoom hat, also digital gesucht werden kann. Und dementsprechend natürlich, wenn du da hinten irgendwo eine Webcam aufbaust, hast du hier einfach eine totale und das war's. Ja. Und das ist dann das Ende vom Lied. Was ist denn
die Datenmenge, die dann vom Modem, also jetzt gehe ich mal vom Handy wieder aus, vom Funktionierenden, die dann vom Handy ins, zum Server geht. 300 Kilobit? 300 Kilobit. Also das okay. Minimum pro Sekunde. Okay. Also, 250 ist das, was man minimalst jetzt bei diesem Wirecast einstellen kann. Ansonsten hier bei dem Adobe Flash Media würde ich 300 oder 350 einstellen. Und für eine einfache Fernsehauflösung, der fährt das dann ja automatisch runter, je nachdem, nach Bandbreite. Okay. Jetzt hätte ich das natürlich von Megabit ausrechnen können. Und die Sendung erfolgt jetzt wohin? Also, wenn ich die Modemverbindung jetzt hergestellt habe, wohin? Sendet das Handy? Also logisch zur Telefongesellschaft, aber wo kommt es? Zu dem Streaming-Server. Genau, das sendet an diesen Streaming-Server. Ich gebe dir auch einen Link, der direkt diesen Streaming-Server enthält, diese SURL und dann einen Stream-Namen. Und auf der Webseite wird das Event verknüpft mit dem Stream-Namen auf dem Streaming-Server. Du kannst eigentlich mit jedem, du kannst jeden x-beliebigen Namen nehmen. Ich meine, wir könnten uns auch einigen, wenn wir tatsächlich mehrere Streamer hätten, dass wir einfach den Namen der Streamer nehmen. Also zur Unterscheidung, im Nachhinein landet das Ganze auf dem Streaming-Server und wird dort gespeichert, die ganzen Videodateien. Und damit man das besser unterscheiden kann, habe ich normalerweise die Streams nach Events benannt. Wenn wir aber hingehen und haben jetzt mehrere Streamer, die arbeiten würden, könnten wir auch einfach das nach Namen machen. Und wenn ich weiß, dass du das streamen würdest, dann würde ich dann deinen Namen einfach dort eintragen. Okay. Du hättest praktisch nichts mehr umzustellen. Du könntest immer einfach nur auf Senden klicken, fertig. Das wäre ich dir. Das ist dann einmal eingestellt, hat über den Namen. Einmal eingestellt und das war's. Okay. Dann muss ich nur beim Event aufpassen, dass ich den richtigen Streamer erwische und den richtigen Namen eintrage und das war's. Und können die Streams grundsätzlich zeitversetzt gesehen werden? Ist es immer eine 1:1? Stream ist live. Stream ist live und da ist auch kein zeitversetztes Gucken möglich, nur die Aufnahmen im Nachhinein. Wenn ich jetzt abschalte hier, dann wird der Streaming-Server eine Aufnahme bereitstellen und ich habe halt lokal eine Aufnahme aufgenommen. Und was läuft jetzt auf dem Streaming-Server für eine Software? Das muss mich gar nicht interessieren. Eigentlich musste ich das nicht interessieren. Ich hatte es jetzt. Wow. Walter ist die Software. Das ist die Software. Genau, die läuft auf dem Streaming-Server. Die kostet halt auch ordentlich Geld. Die kann man in monatlichen Raten bezahlen, also mieten. Oder kann sie halt auch einmal irgendwie für $1000 voll kaufen. Ich weiß gar nicht, ob Wolfgang das jetzt ein Mietmodell hat. Auf jeden Fall. Wenn man sich halt mit mehreren Leuten das teilt, dann wird es schon recht günstig. Wie gesagt, die Flatrate kostet 12 Euro. Also ich habe auch so eine Flatrate einfach als Unterstützung gemacht für Wolfgang, weil ich den Service halt toll finde, weil er da ganz viel an der Seite auch mal wieder arbeitet und macht. Und ja, wie gesagt, vorher war es so, dass man diese Amazon Cloud hatte, die hat einen ganz entscheidenden Nachteil gehabt. Man musste daran denken, dass man irgendwie 10 Minuten bevor man streamt, diesen Server bei Amazon starten lässt, der auf Zeit gehen kostet. Und dann den Server startet und es dauert dann nochmal 5 Minuten irgendwie, bis das Ding dann ready ist, diese virtuelle Maschine bei Amazon, und bis man dann loslegen kann einfach. Das ist halt ein bisschen unschön, aber ansonsten ginge sowas auch. Das bietet Wolfgang auch noch an, wenn er jetzt keine Flatrate hat, hat er auch verschiedene Möglichkeiten, wie man da vorgehen kann. Und dann gab es, also bei der AG Streaming gab es immer dann diesen Einwurf, also wir hatten da so 2 Mammelsitzungen, dass man auch Bump-User oder Livestream irgendwas nehmen könnte. Da bin ich insofern dagegen, weil der Dienst Pirat Streaming bekannt ist und weil es nicht kommerziell ist und werbefrei ist. Also Piraten Streaming ist insofern dann ganz lustig, dass man zum Beispiel, wenn man eine Kreisvorstandssitzung einfach mal streamt, kann auch einer mal aus Leipzig auf die Seite gucken, abends hat gerade Zeit irgendwie oder aus Berlin oder sonst wo und guckt mal rein, wie machen denn die Frankfurter eine Vorstandssitzung, einfach mal so auch rein Interesse halber. Wenn man sowas irgendwo auf irgendeinem Dienst macht und dann in Frankfurt halt Bescheid gibt, weil wir haben unseren Livestream jetzt bei Bump-User da irgendwo, dann ist das natürlich auch, das ist da diese Bokonisierung des Ganzen, dass an allen Ecken und Enden was zu finden ist. So mit Piraten-Streaming finde ich das ganz schön, dass das ein bisschen gebündelt ist. Ich hätte noch mal eine Frage. Wenn man sich tatsächlich mal entschließt, so eine Sitzung aufzunehmen, wie kann man sich dann beim Streaming-Server anmelden? Im Endeffekt über mich erstmal. Also ich bin vom Vorstand beauftragt worden als Streaming-Beauftragter
Und habe dann eben, weil es, also ich hatte vorher einen Account bei Piraten Streaming, dann hieß es dann auch immer, wenn ich jetzt das aber für den Vorstand machen, also für den Landesverband machen wollen würde, sollte man doch einen Landesverbandsaccount machen. Den habe ich dann eingerichtet und der ist dann auch zugänglich für mehrere Leute. Also den kann ich auch gerne freigeben, erkläre ich, wie es geht, dann können wir es gerne auch anderen Leuten geben. Sagst du mir, ich schicke an dich eine E-Mail und du gibst mir dann die Daten, du sagst dann, Streaming-Server, da muss ich mich so und so anmelden, oder könntest du das gerade mal zeigen, wie das funktioniert? Das kann ich auch zeigen, also es ist jetzt nicht so die Welt. Wie gesagt, das war das kostenlose Tool. Da geht es einmal, im Endeffekt, wenn es wirklich so ist, dass wir das machen würden, dass wir einmal den Leuten das einrichten, steht hier in der FMS-URL was, hier steht dann der Stream-Name, steht dann einfach der jeweilige Streamer, dann heißt es einmal Connect und danach auf Start drücken, dann läuft der Stream. Also es ist wirklich, es ist kein Hexenwerk. Das sind halt so die Effekte, die man machen kann bei anderer Software. Halt einfach, da gibt es jede Menge Möglichkeiten, will ich jetzt gar nicht groß drauf eingehen. Und bei Piraten Streaming, wenn ich da jetzt mal gucke. Ich kann dann einfach mal ein Event hinzufügen. Im Endeffekt gibst du mir einfach irgendwie, wann das stattfindet und was es ist und am besten dann einen Link, wo eine Webseite dazu ist oder eine Wiki-Seite, die man dann verlinken kann. Und dann gibt es diese Sachen hier einzutragen. Das ist jetzt voreingetragen. Das ist das letzte Mal, was ich auf meinem Account gemacht habe. Das Refugee Camp Konzert, wo der Hüsenberg im Refugee Camp war und wir getestet haben, ob meine Ausrüstung auch regendicht ist. War sie, aber frag mich wie. Und auf jeden Fall gibt man dann einfach einen Link ein zu einer Seite, wo man hin will, ein Hashtag für Twitter irgendwie, den Twitter-Account desjenigen, der verantwortlich ist. Ich würde dann, wenn jemand kein Twitter auf meinen Account nehmen, und Startzeit, Endzeit und der Stream hat dann einfach einen Namen. Und das ist die Verbindung. Also kannst du auf diesen Streaming-Server mit jedem Namen streamen, dann existiert der Stream auf dem Streaming-Server, da kann man ihn auch abrufen. Aber damit auf Piraten Streaming eben die Verbindung von der Webseite zum Streaming-Server ist, muss der Stream-Name identisch sein mit dem Stream, den du halt eben angibst. Dann hast du hier diesen Browser-Server und ich mache jetzt einfach mal einen privaten Termin. Irgendwann im Dezember. Das muss jetzt eigentlich passen. Okay. Und was passiert jetzt, wenn zu der Zeit kein Stream an den Server gesendet wird? Also wenn du jetzt sagst, hier die Übertragung beginnt um 10 Uhr und es passiert jetzt um 10 nichts. Dann hast du Folgendes, dann gehst du auf die Piraten-Streaming-Seite, da steht dann Übertragung von Heinz-Peter Wert und da klickst du dann drauf und dann hast du ein schwarzes Fenster, das sagt dann, dieser Stream existiert nicht. Das ist dann natürlich schade. Okay. Das wäre dann auch schön, wenn man dann Bescheid gibt, irgendwie einfach, wenn sowas ist, dass es nicht funktioniert oder so, oder dass man halt kein Netz bekommt, was ja durchaus Nordmittelhessen in bestimmten Gegenden Problem sein könnte beim mobilen Netz, wenn man dann halt kein Stream hinbekommt, dass man vielleicht Bescheid gibt und es läuft nicht, dann kann ich das auch rausnehmen einfach. Ja, und was ist jetzt passiert? Wir haben ja eine halbe Stunde oder so überzogen praktisch. Ich nehme an, die Streams wurden vorher schon angekündigt und wenn du überziehst, ist Folgendes, wenn du sagst, du gehst bis 18 Uhr, ich trage 18 Uhr, Punkt 18 Uhr ein, also ich mache da normalerweise 20 Uhr draus. Wenn du sagst, es geht bis 18 Uhr, ich würde 18 Uhr eintragen, dann würde ab 18 Uhr auch auf der Piraten-Streaming-Seite nichts mehr draufstehen, dann würde kein Hinweis auf dein Event mehr sein, aber da die Leute ja nicht mit der Webseite verbunden sind, sondern eben mit dem Streaming-Server, ist das egal, weil der Stream läuft weiter. Also du streamst die ganze Zeit weiter, nur der Hinweis von der Webseite ist weg, weil die Zeit hoch ist und die Leute, die ohnehin schon gucken, die dabei sind, die können auch weiter mitgucken. Wenn jetzt allerdings zum Beispiel der Browser abstürzt oder der Rechner abstürzt oder was auch immer passiert und die wieder neu hochfahren und den Stream wieder finden wollen, dann haben die natürlich Pech. Aber wenn sie die Bezeichnung kennen, dann können sie wieder reinlaufen. Man müsste sich die URL zusammenbauen können, okay. Ja. Das heißt, jeder Browser hat ja eine Historie. Das heißt, du landest dann auf der Piraten-Streaming-Seite. Wenn du diese Seite aufrufst, heißt es, das Event ist vorbei. Das ist nicht halt so perfekt. Okay.
wir sind ja beim nächsten Punkt. Wenn ich mir Streams angucke, habe ich ja doch unterschiedliche Möglichkeiten. Ich kann da auf dieser Seite klicken. Oder es geht dieses Fenster auf, wo links die drei verschiedenen Zugangsmöglichkeiten sind. Einer nennt sich mit RTSF oder irgend sowas. Und dann ist einer für... Wie heißt das System? iPhone hier, oder was? Oder für Android? Ja, genau, Android. Und dann ist noch ein dritter. Du meinst, das wäre so ein Kulturpunkt, oder was? Auf der Seite von so einem Stream selbst meinst du jetzt? Ja. Also jetzt mal ganz kurz, komme ich gleich zu. Okay. Das jetzt hier, das wäre diese FMS-URL und das wäre dann der Stream-Name einfach. Und das wäre im Endeffekt die Information, die ich weitergeben würde. Da findet ihr, da müsst ihr euren Stream hinsenden. Wie gesagt, wenn wir dann ausgemacht haben, dass dein Stream-Name einfach, weiß gar nicht, wie heißt du denn? Josh. Siehst du, Josh, wenn du der Josh bist und hast den Stream-Name Josh da stehen, dann brauchst du nichts mehr einstellen, du musst einfach nur noch auf Aufnahme klicken und das war's. Und bei den ganzen Streams selbst, wenn ich jetzt also auf die Streams selber gehe, du warst jetzt hier irgendwo, geh mal drauf. Genau, da das hat die Singer, meine ich, genau. Also der Standard ist das Flash-Ding oben, dann macht er ein Adobe Flash-Fenster auf und dieser RTSP, da kannst du dann eben einen Link kopieren zum Beispiel, kannst einen VLC-Player aufmachen, was halt netter ist, weil du dann halt eben das Programm VLC offen hast und dann nicht deinen Browser da irgendwie in einem Tab irgendwo das drin hast, sondern kannst halt eben den VLC irgendwie so groß machen, wie du gerade Platz hast, und irgendwo hinstecken auf deinem Bildschirm oder deinen vielen Bildschirmen, je nachdem, was für ein Setup du da hast. Und deswegen gibt es halt noch die Möglichkeit. Ach, dann ist das eigentlich eher das Exotischere, die exotische Variante. Das ist die exotischere Variante, also die einfachste Variante ist, ich klicke auf Flash ist da. Entweder klicke ich hier oben auf das Flash oder ich klicke halt auf das iPhone Android und dann eben den RTSP ist dann eben oben direkt irgendwie bei QuickTime, VLC, irgendeinen Player einzubinden und dort zu öffnen. Dann bist du auch direkt auf dem Streaming-Server drauf. Und unten, das ist halt das Schöne, also es ist automatisch bei Piratenstreaming immer schon mal ein Audio-Stream dabei und es gibt die Möglichkeit halt eben auszuwählen, dass man Transcoding auswählt. Das kostet halt noch kleine extra, das heißt, man kann aus einem HD-Video-Stream verschiedene Auflösungen machen und den einfach kleiner bereitstellen. Was ist denn sinnvoll zum Streamen raus, also um für Mobilfunkgeräte zu streamen, ist wahrscheinlich, sollte man eine kleine Auflösung nehmen, um sozusagen Kunden nicht zu belasten quasi. Ne? Also wenn du deinen Vertrag dann nur 2 GB Volumen hast, solltest du da aufpassen. Ansonsten, ich denke so eine Auflösung von 320x240, das ging zwar so nach Briefmarkenniveau, aber da kann man schon was erkennen. Das ist schon in Ordnung. Es geht ja auch darum, das, was wir gestern hatten, mit der Kommunikation, dass man den Redner noch sieht, dass man auch ein bisschen Mimik sieht, dass man auch ein bisschen was mitbekommt noch, dass es eben nicht nur ein Hörspiel ist. Und ansonsten ist das, also es muss nicht HD sein. Es ist zwar schön und toll und macht auch riesig Spaß, aber ich erwarte nicht, dass irgendjemand meinem Hobby folgt, das mitmacht. Habt ihr noch Fragen oder seid ihr erschlagen? Oder? Wie lange hast du gebraucht, bis du so fit warst? 3-4 Monate. Cool. Aber ich habe dann auch wirklich nächtelang irgendwelche Seiten abgesurft, irgendwas so angeguckt, was das irgendwie ist. Achso, was ich anmerken wollte, ich war jetzt ja auch mit dem Henning in Marburg mal, ich war in Darmstadt, Kreistagstreaming, das ist ja so ein tolles Thema, was wir haben. Wir haben gerade wieder in Frankfurt gehört, das kostet 100.000, 200.000, das kostet Millionen am Ende, wenn man sowas machen will, weil man muss eigentlich den Parlamentssaal abreißen und einen neuen bauen. Und deswegen ist auf jeden Fall der Punkt, ich komme gerne vorbei und erkläre, dass man Kreistagsstreaming für 2.000 Euro komplett in Full HD realisiert bekommt. Also, ja, oder? Bitte? Einmalig kosten 2.000 Euro und Piratenstreaming kann man auch gerne für 12 Euro buchen als Kreistag. Es gibt Kreistage, die auch über Piratenstreaming übertragen. Das fällt auch mal ein Nachfragen. Der Bundestag überträgt über Piratenstreaming. Das sieht man ja nicht. Die Events werden nicht bei Piratenstreaming angezeigt, die sind privat und man kann dann einfach auf der Kreistagsseite einfach ein iFrame übernehmen auf den Server. Man muss den auch nicht Piratenstreaming nennen, man kann dann die IP nehmen zum Beispiel. Da fällt es gar nicht auf, dass das
was Piratennahes ist. Man kann also die Infrastruktur, die der Wolfgang da aufgebaut hat, durchaus als Kreistag oder auch Landtag nehmen. Das reicht auch vollkommen aus. Aber das würde natürlich in der Pressemeldung veröffentlichen, das ist ja klar. Oder? Und es würde nicht geguckt werden. Wahrscheinlich. Aber deswegen, also wenn wieder mal so Argumente aufkommen, irgendwie, wie teuer was ist, einfach auch gerne diesbezüglich mich anmelden oder den Henning bekommen gerne vorbei und halten kleine Vorträge und klären dann mal auf. Weil es ist, also Internet ist überall vorhanden in den Kreistagen, in den größeren Gebäuden und im Landtag sowieso, es ist nicht so teuer, gerade ein mobiles Set. Das wäre ja auf lokaler Ebene eine tolle Idee, wenn man als Pirat vertreten ist und sagt, habt ihr was dagegen, dass man die Sitzung von... Kann ja ungefähr 50 Leute nennen, die gerne ausführlich erklären, warum das keine tolle Idee ist. Ich glaube, die Diskussion, also das muss dann, glaube ich, schon einen Beschluss geben, irgendwie, weil die Diskussion... Nein, die Sitzungen sind ja öffentlich. Solche Sitzungen, richtig, öffentliche Sitzungen. Richtig. Und warum soll man nicht sagen, wenn die Sitzungen öffentlich sind? Das ist das, was wir als Piraten ja, glaube ich, seit mehreren Jahren probieren, irgendwie den Leuten zu erklären, dass es ja sowieso öffentlich ist, dann könnte man es auch bitte ins Internet übertragen. Aber da sträuben sich noch diverse Menschen gegen. Mit welchen Argumenten? Eigentlich. Das würde mich interessieren. Gerade der stellvertretende Bürgermeister sich nicht mehr der Politik von Eisenhower, die dadurch steigt. Ja, das ist ein wenn man sieht, was da gemacht wird. Persönlichkeitsrechte, die sind nicht hart. Die sind verletzt. Die sind schlecht. Guckt keiner mehr. Ja, ich frage, ist da wirklich was dran? Kann mir der Kreistag sagen, nein, du gehst jetzt hier öffentlicher Mensch, du. Ja, geh mal mit dem Ding raus. Ich meine nicht, was die, da gar nicht was die sagen. Also bei uns haben sie zu Abgeordneten Watch gesagt, dass die Parlamentarier als Freizeitparlamentarier eben nicht so kompetent sind wie jetzt ein Berufspolitiker und dass man sich davor hüten möchte, sich zu blamieren. Ja. Aber gewählt werden wollen sie schon. Das schon, ne? Ja. Der Teil der Geschichte, wo es dann... Und genau das Gleiche wird natürlich auch für Streaming dann kommen. Das ist das Argument für Streaming. Die Persönlichkeitsrechte sind Freizeitpolitiker und das ist einfach der Punkt, dass die ja nur nebenher dann ab und zu hingehen und sich nicht so eloquent und dann kannst du nicht gesagt, da gibt es ein Urteil. Doof halten. Aber ich glaube, Sepp, da gibt es ein Urteil. Ich frage ihn nochmal, Entschuldigung. Gibt es da nicht ein Urteil inzwischen hinsichtlich der Persönlichkeitsrechte von Kommunalbürgern? Ja, es gibt ein Verfassungsgerichtsurteil, wonach Mitglieder der Gebietskörperschaften, der kommunalen Gebietskörperschaften ebenso Personen öffentlichen Interesses sind, unabhängig davon, dass sie das ehrenamtlich machen. Und die Persönlichkeitsrechte entsprechend eingeschränkt sind gegen das Urteil hatte einen anderen Kontext. Da ging es irgendwie um genehmigte Presseveröffentlichung. Ich weiß nicht mehr, was es war. Nutten und Koks wahrscheinlich. Aber das ist kein Argument. Außerdem hat er erklärt, Herr Sepp auch schön in seinem Vortrag, dass man nur das Rednerpult filmen kann und selbst dort noch ein Wasser drauf wird, wo man sagt, also ich will jetzt nicht filmen, ich sage aus. Ja. Was das für einen Eindruck macht, ist eine andere Frage. Ich wollte gerade sagen, das ist ja so. Das aber ist die Argumente sind immer dieselben. Erstens ist es zu teuer, dann kommt der Sepp und sagt, nö, das stimmt nicht. Dann geht es nicht, weil auf dem Land keine Bandbreite ist, dann kommt der Sepp und sagt, nö, stimmt nicht. Dann muss ein Beschluss her und dann kommen halt die Begründung, warum der Beschluss nicht getroffen werden kann. Das sind dann so Sachen wie, ich will nicht beim Butterbrot essen gefilmt werden oder der Politikverdruss steigt noch viel mehr. Es ist ja schon, kommt ja schon keiner in den Saal, also ist das Interesse auch nicht so groß, da brauchen wir es auch nicht machen. Wir brauchen Personal, die das betreut, das was das betreut, die haben wir nicht, weil es gibt der Haushalt nicht her. Also tausend Gründe, um das abzulehnen. Aber nicht der wahre Grund, wir bleiben lieber in unserem Hinterzimmer und schreiben vorne dran, Vorsicht, Sitzung. Die Leute, die sowas sagen, die meinen das so. Ja. Also das ist deren so läuft.
Ja, vielleicht muss man denen da auch einfach mal die Angst nehmen, dass das jetzt im Grunde genommen eine Chance ist. Ne? Denn es ist ja jetzt nun wirklich nicht so, dass gerade wir oder so oder überhaupt irgendjemand jetzt denen daraus versucht, so Talkshow-mäßig einen Strick draus zu drehen. Das war auch was, was sie haben. Aber es war auch da drin, als der Henning den gehalten hat, war ja direkt, dass es geht nicht um Talkshow, es geht wirklich um das Rednerpult. Ja, und okay. Gerade die Sache beim Butterbrot, es ist ja nicht, hallo, also ich meine, das ist doch unmenschlich, wenn einer im Parlament ist und ist sein und Butterbrot. Und ist eine Butterstunde. Also wer lieber so, als dass wie der Schäuble zu Doku spielt. Ja? Also, lass ihn zu Doku spielen. Ich habe noch eine andere Frage. So, ja, kennst du dich auch aus, wie man einen Vortrag am besten aufbereitet, um ihn dann auch ins Netz zu stellen? Sprich, dass man über ein bestimmtes Thema in der AG sagt, ich möchte jetzt dieses Thema auch aufbereiten mit Sprache. Du möchtest gerne so einen Podcast mit deiner PowerPoint-Präsentation, vielleicht einer Videoeinblendung, irgendwas. Genau. Oder wie tust du was, das ein Programm hast? Das funktioniert über dieselbe Möglichkeit. Das ist das Gleiche, wie ich mich jetzt einblende mit meinem Rechner hier, mit der Präsentation irgendwo. Ist es im Endeffekt funktioniert es über dieselbe Möglichkeit. Das ist Software wie Wirecast irgendwas. Also, und da gibt es auch einfachere Software-Sachen, dass du vielleicht nicht unbedingt ein Bild von dir einblendest. Die gibt es dann günstiger, da kannst du deinen Bildschirm abfilmen. So ein Screen-Capture-Programm und kannst dann eben dazu erzählen. Du kannst das dann halt mit Audio unterlegen gleichzeitig und das als Film abspeichern und dann zum Beispiel weitergeben. So mach einen Fehler in YouTube, wie mache ich das? Jetzt genau, wie funktioniert was? Die Tipps, speichere ich da rein. Kannst du dann auch, genau, Kommentar. Johannes, du hattest auch noch was? Oder? Ja, das hat sich. Okay. Ja, gibt es noch Fragen? Vielen Dank. Vielen Dank. Okay.